Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, Leute, ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich war 2 Wochen in Italien und es ist mal wieder Zeit für ein YouTube-Video. Ich habe mir im Urlaub ein paar coole neue Formate überlegt. Los geht's. Ja, Leute, ich war 2 Wochen in Italien, habe ein bisschen die Sonne und das Leben genossen in Italien bei meiner Familie, um ehrlich zu sein, und habe da ein bisschen Urlaub gemacht. Der Costa war auch eine Woche mit. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und ja, wie gesagt, neues Konzept. Ich würde euch gerne in diesem Format 10 Dinge wöchentlich vorstellen, die ich online gefunden habe, die ich feiere. So quasi meine Favorite Pickups of the Week. Und ja, ich habe einfach mal 10 Sachen ausgesucht im Online-Shops, die ich mir persönlich kaufen würde, die ich mir teilweise auch schon bestellt habe oder die ich einfach mega cool finde. Ja, fangen wir einfach mal an. Fangen wir an mit dem ersten Piece, und zwar habe ich bei H&M auf der Seite was Cooles gefunden. Es gibt gerade so eine Kollektion, Man With, wahrscheinlich kennt ihr die Kanäle auch, Man With Class, Man With Street Style etc. Haben eine Kollektion zusammen mit H&M rausgebracht. Nur noch kurz dazwischen geschmissen, ich werde für nichts bezahlt, also ich habe hier einfach mal 10 Sachen rausgesucht, die ich persönlich gerade cool finde. Und die Hose fand ich eigentlich ganz nice. Wenn ich mir die jetzt mal so angucke, ist so ein kariertes Muster, hat bestimmt auch bestimmten Namen das Muster, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Mit dem schwarzen Streif an der Seite, ein bisschen gecroppt die Hose, finde ich ziemlich cool. Kostet 39,99 Euro, was ich sehr nice finde, also nicht zu teuer ist. Ich habe die jetzt auch mal bestellt, ich muss mal gucken, wie die auch sitzt. Ich habe die jetzt gewählt in Größe 48, wobei ich gesehen habe in der Beschreibung, das Model trägt Größe 52, also es kann sein, dass meine Hose mir zu klein sein wird. Ich hoffe es natürlich nicht, denn so wie sie bei dem Model getragen wird, soll sie bei mir auch sitzen. Das wäre schon optimal. Ich finde die von der Länge, von der Passform her ziemlich cool und finde die für 39 Euro eigentlich ganz nice. Und ich denke, die kann man auch individuell cool einsetzen mit verschiedenen Outfits, und das ist auf jeden Fall das Piece Nummer 1. Machen wir weiter mit Piece Nummer 2, und zwar habe ich da bei Uniqlo, ich war kurz vorm Urlaub bei Uniqlo, mir ein paar Basics holen, nichts Besonderes für den Urlaub. Ich glaube, ich habe mir Leinenhemden gekauft und habe bei Uniqlo an der Wand ein Foto gesehen, wo jemand diese Teddy-Fleece-Jacke anhat, denn die waren letzten Winter schon ziemlich cool und ich habe mir keine gekauft, aber ich habe gesehen, dass die da kam, beziehungsweise ich habe nochmal nachgefragt, die Verkäuferin meinte zu mir, ja, die kommen jetzt die Tage rein, die Sachen, und ja, jetzt habe ich einfach mal auf der Webseite geguckt, weil die 2 Wochen jetzt vorbeigegangen sind, mein Urlaub ist jetzt wie gesagt auch vorbei, und die kostet 24,90 Euro, was ich mega nice finde, und es gibt die einfach in den verschiedensten Farben und die gefällt mir mega cool. Ist jetzt ein Piece, weil jetzt gerade noch ein bisschen Sommer ist. Ich denke aber schon, dass man sich das ein oder andere Piece, weil jetzt Fall Winter rausgekommen ist, schon kaufen sollte, bevor es ausverkauft ist. Und ja, mir persönlich gefällt der braune Ton am besten. Finde ich sehr, sehr cool, und für 24,90 Euro kann man nichts falsch machen. Auch dieser cremefarbene Ton. Also es gibt verschiedene Töne und die sehen eigentlich ganz nice aus. Und ich denke, so als Übergangs- bzw. so als lockere Jacke für den Winter, Herbst, ziemlich nice. Cooles Piece auf jeden Fall, finde ich persönlich. Machen wir weiter mit Piece Nummer 3. Und zwar habe ich gesehen, gibt es jetzt von Off-White neue Koffer, also neue Trolleys für Onboard. Es gibt ja auch diese durchsichtigen Trolleys, die ihr unten seht, aber jetzt gibt es neuere und die sind auch günstiger. Ist eigentlich, wie gesagt, nicht jedes Piece ist hier preiswert. Ich finde die Sachen einfach nur cool und will einfach mal das ein oder andere coole Piece zeigen. Ist natürlich auch was man nicht jeden Tag kauft. Dementsprechend ist das schon ein sehr, sehr cooler Koffer. In Schwarz, ich glaube, den gibt es auch noch in anderen Farben. Habe ich, glaube ich, bei Enclosing gesehen. Gibt es den auch noch in verschiedenen Farben. Oder Mr. Porter, ich weiß nicht genau. Irgendwo habe ich den gesehen. Gab es den auch noch in einer anderen Farbe. Aber hier ist der jetzt nur in Schwarz abgebildet. Ganz cooler Trolley. Finde ich eigentlich ganz nice. 725 Euro ist natürlich mega teuer, aber ich sag mal, wie gesagt, der wird wahrscheinlich qualitativ schon sehr hochwertig sein, aber da kauft man auch den Markennamen. Dementsprechend, ja, eigentlich ein ganz cooler Trolley. Wenn man viel reist, auf jeden Fall nicht schlecht. Machen wir weiter mit Piece Nummer 4, und bei Piece Nummer 4 habe ich eine College-Jacke gefunden, und zwar bei Gant. Die heißt Gant Varsity Jacket. Kostet 399 Euro, ist auch nicht ganz so günstig, aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Jacke. Ein bisschen so 60er Jahre angehaucht. Sieht auch sehr cool aus in diesem grün-blau. Gefällt mir persönlich gut.
Und ja, ich hätte die sehr, sehr gerne, aber leider gibt es die in meiner Größe nicht mehr. Falls die jetzt in eure Größe dabei sein sollte, ihr müsstet auf jeden Fall schnell sein. Solche Sachen sind immer schnell ausverkauft, weil das sind schon sehr, sehr eyecatcher Sachen. Dementsprechend geht sowas immer ganz schnell weg. Ich finde sie sehr nice und ja, wie gesagt, ich hätte sie sehr gerne. Und ja, so eine coole Übergangsjacke jetzt von Sommer zum Herbst und eventuell auch mit dem Hoodie im Winter tragbar. Und das ist auf jeden Fall auch ein zeitloses Piece. Also, das könnt ihr die nächsten Jahre auf jeden Fall rocken und sowas kauft man sich. Sind nicht so, ich sag mal, Artikel, die wirklich nur Saisonware sind. Sowas trägt man die nächsten Jahre immer wieder weiter. Also, sehr, sehr coole Jacke. Machen wir weiter mit einem Accessoire. Und zwar habe ich dann ein cooles Beanie gefunden von Ralph Lauren. Und zwar von der Unterlinie RRL. Das ist so ein bisschen mehr Western angehauchte Sachen. Und da habe ich dieses Beanie hier gesehen in dunkelblau. Hier mit diesem Patch da drauf. Finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Hätte ich auch sehr gerne. Vielleicht hole ich mir die demnächst noch. Und ja, ist eine Einheitsgröße, also könnt ihr größentechnisch nichts falsch machen. Kostet allerdings 80 Euro, aber da werdet ihr wahrscheinlich auch eine sehr gute Qualität finden und ist auch ein zeitloses Piece. Also da habt ihr die nächsten Jahre was von. Und ihr habt so ein dezentes Branding, wie gesagt. Finde ich sehr, sehr nice. Und ja, sollte man auch schnell sein, bevor die auch vergriffen ist. Also ich habe jetzt bewusst nur Eyecatcher-Sachen rausgesucht, die prinzipiell, also keine Basics. Sei denn, es fällt mir jetzt irgendwas Basic-Technisches sehr ins Auge, was man nicht an jeder Ecke findet, werde ich es auch in den nächsten Videos mit reinpacken, denn ich würde dieses Format gerne wöchentlich hochladen, dass ihr einmal die Woche so 10 Favorite Pieces von mir findet und die dann einfach mal, die in Online-Shops gibt, die ich nicht alle habe, aber die ich mir persönlich auch kaufen würde, eigentlich ganz cool sind. Ja. Dann machen wir weiter mit einem Piece, was gerade sogar im Sale ist. Und meiner Meinung nach, die Marke kommt extrem wieder aus dem Nichts, weil die war ja einfach mal jahrelang abgeschrieben. Und zwar ist das hier so ein Polohemd von Lacoste. Ist aber jetzt auch so ein bisschen Sommer angehaucht, aber ich finde es mega nice, weil ihr habt da, wie gesagt, das Krokodil und daneben habt ihr so eine Palme. Finde ich mega cool. Habe ich auch schon sogar im Warenkorb. 77 Euro, gibt es 30% Rabatt drauf. Werde ich mal vielen verkaufen. Das Piece finde ich mega cool und gerade ein weißes Lacoste Polohemd ist meiner Meinung nach ja, Evergreen, klassisches Piece. Beziehungsweise in dem Fall auch ein bisschen, ich finde es noch ein bisschen cooler, weil die Palme noch mit dabei ist. Kleines Extra, aber ja, weißes Polohemd von Lacoste auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Piece und ja, gibt es auch noch in allen Größen, aber wie ihr seht, nicht mehr so viel. Und für 77 Euro, ja. Ich finde es in Ordnung. Ich werde es mir kaufen. Machen wir weiter. Und zwar habe ich dann noch eine zweite coole Jacke gesehen, auch bei Gant. Und zwar ein Mantel. Sieht auch aus wie ein Übergangsmantel, nicht allzu dick. Ist ein Wollgemisch. Ich denke mal doch, dass man den im Winter auch tragen kann. Kostet allerdings 449, also 450 Euro. Ist auch nicht ganz so günstig, aber der sieht mega heiß aus. Also gefällt mir extrem gut. Hat so dieses karierte Muster. Ich glaube, dass das diesen Winter extrem cool ankommen wird. Diese karierten Muster mit so, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Habt ihr auch blaue, rote Stellen in dem Muster? Das hat auch einen ganz bestimmten Kragen, das Muster, aber ich komme jetzt gar nicht drauf. Ah ja, Hahntrittmuster. Hier steht es ja auch, Hahntrittmuster. Ist sehr, sehr cool und ja, finde ich sie mega nice. Den gibt es noch in allen Größen. Boah, der geht ja bis 5-fach XL. Wer trägt denn so einen riesigen Mantel? Okay, würde ich gerne mal sehen, so einen Mantel. Aber auf jeden Fall gefällt mir sehr gut. Und die Länge sieht auch mega cool aus. Und ist auf jeden Fall ein Piece, was dementsprechend diesen Winter auf jeden Fall sehr, sehr cool wird. Und ja, mal schauen, ob ich mir das demnächst noch kaufe. Gefällt mir aber schon mal sehr, sehr gut. Von der Farbe alles. Sehr nice. So, machen wir weiter mit dem siebten Piece. Und zwar habe ich da bei Endclothing Vans gefunden. Und zwar den Authentic LX. Und zwar die LX-Reihe von Vans ist immer ein bisschen eine speziellere Reihe. Die sind ein bisschen anders geschnitten. Und haben dann auch so Highlight-Pieces, kostet jetzt 69 Euro. Cooler Preis finde ich eigentlich für Vans, voll akzeptabel. Das ist ja auch mega nice bei den Vans, dass sie immer nicht allzu teuer sind.
sind in dem Fall so cremeweiß, was ich extrem feier, finde ich. Also nicht dieses reinweiß, sondern cremeweiß. Und dann hat man hier unten noch so ein wie so ein kleines Gimmick hinten dran, dass da so eine ein Khaki-Streifen ist. Ich finde die mega cool. Jetzt für den Ende des Sommers auch noch cool tragbar und ich denke mal auch für die nächsten Jahre extrem cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch die bin ich überlege, ob ich mir die kaufe. Ich habe eigentlich zu viele Schuhe, aber Vans gehen eigentlich immer. Und sehr nice, sind auch noch in allen Größen da. Und aktuell haben die sogar eine Free Shipping-Geschichte. Finde ich auch cool, ja. Machen wir weiter mit dem achten. Nee. Das war das achte Piece. Ja, seht ihr, habe ich sogar verzählt. Machen wir weiter mit dem vorletzten Piece. Und zwar ist das ein Anzug für 299 Euro von Suit Supply. Eigentlich muss man schon sagen, ist Suit Supply meine persönliche Lieblingsmarke in Sachen Anzügen. Obwohl ich für die nicht bezahlt werde oder sonstiges, aber ich empfehle die immer gerne, weil ich immer wieder gefragt werde. Von den Passformen her sehr, sehr cool. Und was ich in dem, also ich bin halt ein Fan von diesen aufgesetzten Taschen. Ihr seht das hier. Dann habt ihr hier in dem Bereich aufgesetzte Taschen und nicht so, ich sag mal, so ein Einschnitt. Ich mag das halt, ist halt eine Geschmackssache. Ist aber dadurch auch ein bisschen sportlicher, aber ein sehr cooles Revers, ein schön breites Revers, nicht zu breit, nicht zu schmal. Und gefällt mir sehr gut. Ist natürlich also extrem am Computer bearbeitet. Der Anzug sieht natürlich übertrieben krass aus. So also werdet ihr so gut wie nie einen Anzug von der Stange finden, dass er so sitzt. Aber man kann den schon gut abändern, dass er wirklich extrem cool sitzt. Größentechnisch ist der auch noch in fast allen Größen bis auf 42, gut für die extrem dünnen und 58 und 69 in Standardgrößen verfügbar. Was ich auch extrem. Ja, was ich sehr nice finde bei Suit Supply, es gibt Zwischengrößen. Um das nochmal kurz aufzufassen, was ist eine Zwischengröße? Ihr habt dadurch ein kürzeres Sakko und kürzere Ärmel. Also ich nehme zum Beispiel so gut wie immer die Zwischengröße. Ich bin normalerweise genau der Typ 48, aber in dem Fall nehme ich die Größe 24, dann sind die Ärmel nicht zu lang. Die sind eigentlich für mich immer schon perfekt. Ich lass die Ärmel auch, ich kürze die nicht. Und tailliert, gut, ist die Frage, wie sitzt der Anzug? Eventuell müsste ich das noch taillieren, aber von der Länge her ist der Anzug dann bei mir optimal. 24, sehr nice, gibt es auch noch. Ich habe den Anzug sogar und dementsprechend kann ich das sehr gut weiterempfehlen. Und ja, für 299 macht ihr nichts falsch. Allerdings müsst ihr bei Suit Supply immer darauf achten, die Hosen sind immer Einheitslängen, also die sind nicht gekürzt. Die müsst ihr auf jeden Fall bei eurem Schneider oder vor Ort im Store halt anpassen lassen, aber. Ich empfehle euch das. Bestellt das einfach mal, falls ihr euch dafür interessiert, online. Kommt sehr cool verpackt und könnt ihr gegebenenfalls einfach zurückschicken. Ist eine Retourgeschichte mit dabei. Sehr cool. Aber wie gesagt, ich bereue keinen einzigen Anzug von Suit Supply. Gefällt mir extrem gut. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten Piece. Und da muss ich sagen, habe ich auch was sehr, sehr Cooles gefunden. Persönlich finde ich, und zwar sind das sogenannte Chelsea Boots. Aber das sind so Stiefletten, das heißt, ihr habt so ein bisschen Absatz hier, hier seht ihr das, aber einen sehr nicen Farbton. Ich muss dazu sagen, die sind auf jeden Fall safe kopiert von Saint Laurent, die gab es vor Jahren schon mal bei Saint Laurent, also daher sind die eins zu eins von kopiert. Kosten aber bei Saint Laurent, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt, aber die kosteten da wesentlich, wesentlich mehr, ich glaube um die 800 Euro. Und für 395 Euro ist es natürlich immer noch mega krass teuer. Aber das sind natürlich auch Dinger, die die nächsten Jahre ohne Probleme halten. Also das ist natürlich schon Evergreen. Und desto mehr die abgerockt sind, desto cooler werden solche Boots dann natürlich auch. Ne? Also dann müsst ihr euch das mit einer Ripped Jeans, ist schon extrem nice. Ist einfach Fakt. Das sind so Pieces, die einfach in meiner Essentials sind. Coole braune Boots. Das müssen jetzt nicht die sein, aber generell coole braune Boots, die so ein bisschen abgerockt sind mit ein paar coolen Ripped Jeans. Sieht beim Mann einfach schon mega nice aus. Und ich rede hier nur vom Standard. Also ich meine jetzt nicht irgendwelche Hype-Kits, Hype-Outfits oder sonstiges, sondern einfach cooler Männergeschmack und Männerstil. Ne? Dementsprechend finde ich schon sehr nice und auch meiner Meinung nach ein Piece, was man überlegen könnte, sich zu holen. So, das soll es auf jeden Fall in diesem Fall erstmal gewesen sein, von dieser Woche mit den meinen 10 Pieces. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dem Format haltet. Wie gesagt, das sind jetzt
teilweise habe ich mir Sachen bestellt und teilweise bin ich überlegen, mir die zu bestellen. Aber all diese Sachen sind mir in den Online-Shops aufgefallen. Ich habe relativ viel Zeit damit verbracht, habe wirklich alles Mögliche durchgeschaut und werde in Zukunft auch noch, ich sag mal, von Accessoires bis Schmuck und sonstige Sachen alles mit reinpacken. Es gibt diese Formate natürlich auch schon von der GQ Amerika oder ich sag mal von What Drops Now von Hype, Highsnob, allerdings immer in verschiedene Richtungen. Und ja, ich finde, das sind so Pieces, die schon irgendwo Highlight-Pieces sind in einem Outfit, aber jetzt nicht zu überkrass sind. Beziehungsweise der Trolley ist natürlich schon ein Hype-Piece, aber ja, in dem Fall wollte ich das einfach auch mal mit reinnehmen, weil ich sage mal, der Geschmack ist natürlich breit gefächert. Ich trage jetzt persönlich nicht nur schicke Sachen, auch mal streetige Sachen, auch mal normale casual Sachen und dementsprechend alles, was mein Spektrum bzw. mein Geschmack entspricht, habe ich einfach mit reingepackt. Und ja, demnächst kommt da eine neue Folge von. Deswegen, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Und ich freue mich auf die kommenden Videos und natürlich auch auf ein Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Ciao.